Hallihallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2, die lebendige Welt, Staffel Nummer 1. Wir befinden uns gerade mitten in der Schlacht. Autsch! Au! Au! Kann man nicht mal hier auf dem Hügel stehen und was erklären? Wir sind nämlich im Krieg der Feurigen Allianz und der Char und der... ja, ist gut jetzt. Der Char... Und der Norn, genau. Die haben Probleme mit der Feurigen Allianz. Und wir suchen verschlüsselte Nachrichten. Ich habe sie gefunden. Ich kann sagen, wir müssen in diesem Gebiet noch verschlüsselte Nachrichten finden, die uns dann weiterhelfen, das Lager der Feurigen Allianz zu finden. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen aufräumen, damit wir diese Nachricht auch lesen können. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht vom Berg. Ich kann das gut. Einfach so vom Berg hüpfen. Wo ist der große Vogel? Da ist der große Vogel. Als Vogel bezeichnet zu werden, mag die Harpie bestimmt nicht. Es hat Flügelchen und es hat eine Schwanzfeder. Also es ist ein Vogel. Ah, guck mal, easy. Gleich down. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt die Nachricht ansehen. Ja, sie entschlüsseln dauert ein bisschen. Sehr gut. Lest die Nachricht selbst. Ach, guck mal, das hätte ich schon jeden Tag neue Gefahren. Einige werden im Verschläge gesperrt, andere bringt man fort zu Waffentests. Davon habe ich noch nichts gehört. Bin auch nicht sicher, ob ich das möchte. Okay. Wir haben im Prinzip, sind wir jetzt fertig. Ich weiß, dass es hier in dem Gebiet noch eine verschlüsselte Nachricht gibt. Irgendwo wahrscheinlich hier. Ich habe nicht genau auf die Karte geguckt. die wir jetzt dann leider nicht mehr finden. Denn die Geschichte geht schon weiter. Wir haben Post bekommen. Und zwar von Bradoop. Neues zu den Nachforschungen. Kommandeur Skoxi. Dank eurer Hilfe besitzt der Orden der Gerüchte jetzt solide Kenntnisse über die Feurige Allianz. Diese Kenntnisse wurden sicher am wachsamen Truppen im Feld übermittelt und wir arbeiten jetzt einen Angriffsplan aus. Ihr werdet sicher bald ersucht, euch uns anzuschließen. Außerdem möchte ich euch persönlich danken. Ohne eure Hilfe hätte der Orden und die Einwohner vom Diessa sicher noch viel mehr gelitten. Es war so schon schlimm genug. Viele Grüße, Agent Bradu. PS. Wir sammeln immer noch Informationen in den Wandererhügeln, also achtet auf weitere Mitteilungen, wenn ihr dort unterwegs seid. Alle Informationen sind nützlich. Am Fuße eines... Okay, da haben wir noch... ja, war ja klar. Noch Informationen, wo die anderen sind. Doch bitte nicht mitten im Loslaufen. Mal her. Wir könnten also theoretisch im Diessa-Plateau... jetzt noch mehr verschlüsselte Nachrichten suchen. Den da oben haben wir gelesen, ne? Wollen wir irgendwo stehen, wo wir nicht angegriffen werden? Danke, denn wir... Okay, wollte schon sagen. Denn wir haben Post bekommen von Braham. Diese ganzen Briefe. Unsere Zeit ist gekommen. Skoxi, ich habe mit den Wachsamen über den Angriff auf Klippheim gesprochen. Sie sind einverstanden, dass ich an ihrer Offensive gegen die Feurige Allianz teilnehme. Und die Zeit dazu ist nun gekommen. Die Wachsamen planen Überraschungsangriffe auf so viele Waffenmanufakturen der Feurigen Allianz wie möglich, um Gefangene zu befreien und die Invasion zu beenden, und sie brauchen Hilfe. Schließt euch uns an. Es wäre mir eine Ehre, aufs Neue an eurer Seite zu kämpfen. Kehrt zu den Wandererhügeln oder zum Diessa-Plateau zurück und haltet Ausschau nach Anzeichen dafür, dass man einen Eingang aufgespürt hat. Und bringt Freunde mit. Möglichst viele. Ich werde dort sein. Bereit, ein paar feurige Schädel einzuschlagen. Und ich schwöre bei Wolf, ich freue mich darauf. Euer Freund Braham. Okay. Wir sind ja bereits im Diessa-Plateau. Dazu ist vielleicht auch zu sagen, diese Story-Abschnitte, die kamen immer halt stückchenweise raus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon direkt anschließend hier dran war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also die Episoden hier damals, wo haben wir sie? Hier diese Episoden, wir spielen ja gerade Flamme und Frost. Ich glaube, das war nicht so ein Gesamtpaket, sondern immer
Also zwischen dem, wir haben genug Informationen gesammelt und jetzt dem, ey, wir haben den Eingang gefunden. Ich glaube, da lagen immer 1 oder 2 Wochen zwischen, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Dass man halt die Zeit hatte, das zu spielen und zu erleben. Und dann ging die Geschichte halt weiter. Also es war nicht ein Gesamtpaket, wie wir jetzt haben. Gut, dann gucken wir doch mal, wo wir hier eine Waffenmanufaktur finden. Ich folge mal dem Weg, so gut es geht, in Richtung von dem grünen Bubbel da unten im Diessa-Plateau. Okay, der Weg, müssen wir mal verlassen hier. Oh, in die Richtung. Wo hat sie da? Da. Ich sehe den Kringel. Ist auf der Karte. Irgendwo hier, da wo die ganzen Spieler stehen wahrscheinlich. Da haben wir den Eingang. Guck mal, das haben wir letztens hier beim Rumgucken gesehen. Da habe ich gesagt, boah, hier ist doch bestimmt was von den Schaufeln. Okay, feuriger Hochofen. Ja, betreten bitte. Dann machen wir die doch mal fertig, die Kollegen. Und nun befinden wir uns theoretisch, beziehungsweise nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in dem Fraktal Feurige Allianz, also Feuriger Hochofen. Das konnte man Da haben nämlich wir auch die auch anderen. Ich schon bin Max. öfter, Und ihr? schon sehr früh nachspielen Rayhan, dann. ich warte nicht gern. Nicht, wenn Freunde in Gefahr sind. Sie wurden von Schauflern gefangen. Ich komme, um sie rauszuholen. Verstehe. Meine Freunde hat die Flamme. Keine Sorge, wir gehen genau zur rechten Zeit. Das Schicksal lenkt all unsere Schritte. Ihr werdet sehen. Sehr schön. Ich bin da, ihr beiden. Keine Zeit zu verlieren. Außerdem finde ich es unheimlich hier. Ich bin nicht gerne unter der Erde. Da ist es mir zu finster. So als müsste ich ersticken. Seid ihr und dieser hitzköpfige Norn bereit? Ich will loslegen. Wir sind bereit. Los geht's. Es wird Zeit. Ich sehe nach, ob ich den Bohrer da drüben zum Laufen bekomme. Die Höhlen müssen hinter dieser Wand sein. Warum nicht einfach mit Kabum hindurch? Respekt vor eurem Enthusiasmus, Braham, aber das würde ewig dauern. Ich kenne diese Maschinen. Lasst es mich mit Bergbaumagie versuchen. Kommt. Okay. Oh, wir könnten uns mal reparieren, während die da machen. Ja, einmal flicken. Das ist ein Und Hinterhalt. Darf ich nochmal eben schnell Schrott verkaufen, bitte? Den gerne, kriegen danke. Wir So. keinen. Schwärmt aus. Natürlich versuchen sie jetzt hier ihr Lagerchen zu verteidigen. Ey. Sag mal, ich hasse dieses Wegschubsen von diesen Schild. Upsis. Oh, haben wir nicht. Bin jetzt echt gespannt, wie viel abweichend oder gleich das hier von dem Portal ist. Das habe ich schon öfter gespielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr ähnlich ist. Da gar nicht so viel geändert haben damals. Folgt dem Bohrer und Rocks. Alles klar. Läuft das Ding? Ach, du bist ja hier. Rocks, du solltest dich um das Ding kümmern. Kämpfen. Jetzt müssen wir nämlich wieder warten. Geschafft. Na, sehr gut. Folgt mir nicht zu dicht. Diese Okay. Dinger spucken heiße Felsbrocken. Und los. Dann warten wir mal einen Moment, bis es losfährt. Ich trau mich mal langsam hinterher. La 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 la. Tippel, tippel, tippel. Wir haben was entdeckt.
Erfahrung. Guck, ich brenne. Ich brenne. Hier ist eine Lücke, wo wir rein können. Hallo, Schleimis. Schmerzhafte Schleimis. Das Gliederz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das genügt. Fürs Erste. Das haben wir jetzt hier drin auch nichts. Du bist ja weit gekommen. Da ist das nächste noch da vorne. Und schwupps. Boah, ich bin schon wieder. Komm da nicht rein. Wieso nicht? Schon wieder fast kaputt, ey. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Und wenn das hier noch die leichten geht. Ja, perfekt. Das haben wir auch. Weiter geht's. Oh, das nächste Loch ist schon offen. Das ist doch erfreulich. Hallöchen, ihr Steinelementar. Drin ist aber auch nicht viel Platz zum Kämpfen. So, haben wir den? Und das letzte Loch ist auch bereits offen. Guten Tag nochmal, Schleimis. Feuerschleimis und Ruhe. Du bist da noch sehr abgesichert vom Schaden gewesen. Ist ja unerhört. Jetzt. Das genügt. Fürs Erste. Und noch ein Eingang. Hallo! Ist das euer Zuhause? Ist aber hübsch. Muss Urikai pumpen. Aber da haben wir jetzt keine Zeit für hier noch Erze abzubauen. Leben ist in Gefahr. Wunderbar. Der Bohrer müsste auch bald durch sein. Das ist ein langer Tunnel, ne? Aber so entstehen Schauflertunnel. Perfekte runde Schauflertunnel. Ich brenne schon wieder. Da haben wir Flammenelementare. Das ist ja nicht schön. Ich komme hier noch nicht durch. Los geht's. Was ist das? Mich da rein. Dass er angehalten hat und nicht weiter bohrt. So. Ah, da sind wir zum Kran hier. Autschi. Gleicher Mann. Ja, perfekt. Au! Toll, und ich falle in dem Atemzug direkt mit dem... Hallo? Hallo, helft ihr mir mal? Rox? Braham? Entschuldigung? Dringt in die Basis... Ja, könnte mir erstmal bitte jemand helfen? Frech. Echt. Unglaublich. Also, ob ich mich mit euch anfreunden möchte, das überlege ich mir aber noch. Das ganz kommt, ehrlich. Au, au! Ich fühle mich gemobbt. Beeilung! Wirklich.
Ganz ehrlich. Na gut. Ignoriert den Schmerz, bewegt euch! Ja! Ich bin ja auch nur fast verreckt da hinten, Rox, weißt du? Aber ignoriert den Schmerz. Stell dich nicht so an, sagt sie. Ach, guck mal einer an. Ich liebe dieses Fraktal an sich, ne? Oha. Macht so Spaß. Der Wolf in mir knurrt. Meiner auch. Also, ihr wisst, was ich meine. Glaubt mir, das weiß ich. Die erproben hier Waffen an Gefangenen. Ist das große Geister? Den kenne ich. Ja, dann aber schnell runter da. Vetter, ich arbeite! Was? Eindringlinge? Nein. Wir sind nicht eingedrungen. Endlich ein interaktives Publikum. Das Ding ist so lustig. Da freue ich mich drauf. Auch wenn wir jetzt bestimmt 10 Trilliarden mal sterben werden. Hallo? Darf ich mitspielen? Lass mich hier raus! Neue Versuchsobjekte! Die kommen gerade recht! Hättest du wohl. Das werdet ihr büßen! Das Ungeziefer ist giftig vor Wut! Als ob ihm das was helfen würde! Ja. Fangt mit den Tests an! Weil ich würde nicht da unter dem Klotzding stehen, das ne? Das Ding wird zu heiß! Gib mir aus dem Weg! Aus dem Ohr! Das soll ja so sein! Na klar! So, wir dürfen jetzt nämlich alle möglichen Scheiß ausweichen. Und zwar hier diesen Feuerringen. Dann fallen diese Dinger hier oben von der Decke. Machen Druckwellen, denen wir ausweichen müssen dürfen. Es kommen noch so Flammenwerfer-Dinger. Also das eskaliert hier. Und dieses Ding in der Mitte müssen wir dann zwischendurch mal kaputt machen. Haben wir jetzt schon? Nee, ne? Jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir einfach überleben. Jetzt müssen wir einfach überleben. Ryan ist schon am Brennen. Das läuft ja sehr gut. Rox auch. Phase 1 ist noch angenehm und machbar. Gleich ist es soweit. Das Herz der Maschine ist hinter dieser Tür. So, jetzt können wir es schon mal anfangen, kaputt zu machen. Ihr kümmert euch um die Gegner, ich kümmere mich um das Mittelding hier. Jetzt fallen da die Dinger runter, ihr seht. Über diese Druckwellen kann man dann einfach drüber springen. Ist gar kein Problem. Komm mal gar nicht so weit. Ich versuche mal hier nebenher so ein bisschen feurige Allianz kaputt zu machen. Oh, das war zu früh gesprungen. Da wieder auf der Seite. Ups. Flexion. Ups. Ups. Immer springen. Oder durchdodgen geht natürlich auch. Wenn wir hier mal ein bisschen aufräumen, Rock. Das sind Überlebenstypen. Ich verstehe schon. Oh, wir können der Mitte wieder Schaden machen. Ich mache der Mitte Schaden. Ah. Voll, die kriegt gar keinen Schaden. Das ist ja bezaubernd. Ich versuche jetzt mal hier den Kollegen auszumerzen. Jetzt kriegt er wieder Schaden. Hälfte haben wir schon vom Kern. Mehr geht nicht.
glaube, jetzt kommen die Flammenwerfer aus den Wänden. Wird langsam trocken hier drin. Wie wär's mit der frischen Luft? Ja, da sind sie. Oh Gott. Haben die mich jetzt erschreckt? Die sind nämlich echt fies. Wenn man nicht weiß, aus welcher Richtung sie jetzt kommen. Den einen haben wir. Den haben wir auch. Ich bin durchdutschen durch die Flammen. Aua. Hinter uns. Ich glaube, in den Fraktalen gibt es einen Erfolg, sich von nichts von den Sachen hier alt zu lassen. Boah, mach doch nicht diesen komischen Feuerkreis hier hin. Dann kann ich das Ding doch nicht kaputt machen. Aber da weiß ich noch, da war früher die Taktik Langbogen oder was anderes, was schubst und den Typen erstmal hier vom Weg kicken, damit man dem Ding hier Schaden machen kann. Dass der nicht diesen Feuerring machen kann. Aber ich glaube, das war wurde in den Fraktalen selber dann irgendwann rausgenommen, dass der Typ da auftaucht. Fraktale wurden sehr vereinfacht irgendwann. Haben wir es geschafft? Ich will Ergebnisse! Alles abfeuern! Oh Gott, ja, jetzt. Einmal alles. Alle drei Phasen gleichzeitig. Und dem Wärmekern Schaden machen. Gut. Gegen wen? Wir stehen jetzt gerade safe, wollte ich sagen. Au, wir haben uns die Zufälle doch noch erwischt. Gleich haben wir einen, 2% noch. Haben wir. Sie haben die Tests versaut. Aua. Alles versaut. Au. Um die kümmere ich mich selbst. Ja, dann komm doch. Nur einen Augenblick. Ja, komm runter. Hallo? Das waren sehr viele Waffen. Ausrüstung für einen Angriff. Wahrscheinlich auf die schwarze Zitadelle. Oder Holbrack. Wir müssen hier raus, um sie zu warnen. Okay, da ist der Ausgang. Raus hier. Ja. Okay, wir haben aber noch Informationen. Schnitzbank. Unfertige Waffen und blutdurchtränkte Gegenstände liegen auf dem Tisch verstreut. Sie haben nicht nur die Technologien der Flammenlegion und der Schaufler kombiniert, sie haben sie auch in Gefangenen ausprobiert. Es riecht nach Verwesung. Ja, das ist lecker. Toll. Feurige Geräte. Irgendeine Art von Prototyp. Ein Bohrer vielleicht? Während das Äußere nach Schauflerbauart aussieht, scheinen die Komponenten im Inneren von der Flammenlegion zu stammen. Es ist zu heiß zum Anfassen. Haben wir hier noch Schönes? Altmetall. Ein Schrotthaufen mit entsorgten Maschinenteilen der Schaufler und der Flammenlegion. Überbleibsel von misslungenen Experimenten, aber auch Hinweise auf Erfolge. Was machen die hier? Gut, aber die Flucht hier raus, die werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken, denn ich weiß, dass die noch ein bisschen geht aufgrund eines zweiten Fraktals, was man dann im Prinzip als zwei Fraktale hier gesplittet hat. Von daher machen wir die Flucht aus diesem feurigen Hochofen dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.